Moin Jungs, 80's back und willkommen zur 593. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. In der letzten Folge habe ich ein paar IQ-Punkte verloren, weil wir einen Villager von da vorne bis nach da hinten gebracht haben. Mit dem Boot, was ich in der Hand habe. Und heute werden wir das Ganze hoffentlich noch mindestens ein bis zweimal machen. Vorausgesetzt, ich finde hier noch Villager, weil das sieht echt nicht so aus. Und nebenbei, ne? Ich weiß nicht, was das hier für komische Shader-Bugs sind, die wir jetzt seit einigen Tagen haben. Es tut mir auch fürchterlich leid. Ich würde das sehr gerne beheben, wenn ich wüsste, wie. Ich weiß aber leider nicht, wie. Weshalb ich es nicht kann. So, ist eigentlich eine ganz leichte Erklärung. Ich habe tatsächlich auch eigentlich etwas Neues gefunden, was ich euch zeigen wollte. Da hatten wir tatsächlich aber noch viel mehr Probleme damit. Also das könnte ich euch noch nicht mal antun, so schlimm war es. Weshalb ich es jetzt nicht gemacht habe und wir jetzt bei dem hier bleiben. Ja, okay. Das weitere Problem ist, wir haben tatsächlich hier keine Villager. Das ist problematisch. Wir haben natürlich das große Glück, bei uns zu Hause direkt zwei Dörfer zu haben. Also das ist doch wirklich eine Scheiße hier. Ich verstehe es nicht, weil ich habe nichts geändert. So. Es ist immer noch dasselbe Optifine, es ist immer noch derselbe Shader. Dasselbe Shader-Pack. Guck mal, jetzt geht's. Bei Sonnenuntergang geht's. Das kann man mir auch nicht erklären. Aber wir haben ja auch schon seit einigen Wochen mittlerweile so leichte FPS-Probleme. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht zusammenhängt. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht mal einfach neue Treiber installiere. Ich habe letztens neue Treiber installiert. Vielleicht liegt's daran. Obwohl, das ist noch nicht so lange her. Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Das werde ich mal in Erfahrung bringen, weil das hier regt mich auf jeden Fall auf. Und, naja, gut. Ich wollte euch eigentlich was Neues zeigen heute. Das kann ich jetzt leider nicht machen. Aber, mein Meister, vielleicht, ich geh mal eben hier pennen, vielleicht finden wir ja einen zweiten Villager hier. Das finde ich wirklich, wirklich gut. Sieht aber leider echt nicht so aus. Die sind, glaube ich, echt alle tot. Was nicht gut ist für die und auch nicht für mich. Meister? Ja. Verdammt. Verdammt, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Vor allem, weil ich nicht weiß, ja, haben wir hier irgendwie eine Lightshow gebucht? Oder, also wenn ihr irgendwie so Probleme mit flackernden Bildern habt, dann tut es mir echt leid für euch, aber dann würde ich euch tatsächlich raten, auszumachen. Warte mal, so machen wir das nicht. Guck mal, ob es mit dem 4.4 besser geht. Der ist ja neuer, eigentlich logischerweise, ne? Aber hier macht nie irgendwas Sinn. Na, bisschen besser vielleicht, aber nicht wirklich. So, ich möchte hier oben nur einmal ganz kurz neue Brote holen. Dann sind wir hier auch schon wieder weg. So. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir jetzt einen zweiten Villager herkriegen. Theoretisch brauchen wir nur noch einen, weil wir die ja dann breeden können. Das würde ja gehen. Das wäre ja nicht das Problem. Das Problem ist eher, dass wir nirgendwo ein Locate Village Snowy 880 Blöcke entfernen. Da? Ja, okay. Dann fliegen wir dahin. Ich weiß nicht, wie ich das Viech von da dann irgendwo hinkriege, wo ich es brauche. Aber allein wenn wir ihn im Boot haben, ist das schon mal ein Fortschritt. Allein wenn wir schon mal einen haben, ist das ein Fortschritt. Und ich glaube tatsächlich, dass ich hier doch schon mal ein Dorf gefunden hatte. Im Eis, meine ich. So ein bisschen wie der südliche Wasserstamm bei Avatar. Kommt da nicht auch demnächst irgendwie ein neuer Film oder ein neues... Okay, da ist es. Neue Serie oder irgendwas. Irgendwer hat doch die Rechte dafür jetzt, meine ich. Aber sicher bin ich mir nicht. So. Hello there. General Kenobi. Meister? Na komm, dann bleib bei deinem Feld. Ich finde hier bestimmt noch irgendwen anders. Vorzugsweise, da hinten ist noch einer mit dem Feld. Das ist komisch, es gibt immer nur noch die Villager mit Feldern. Ne, da unten ist noch wer. Meister, hallo. Ja, ja, tschakka. So, pass auf. Wie zum Geier machen wir das jetzt? Wir müssen irgendwie aufs Eis kommen. Ich weiß nicht, ob wenn ich hier den Schnee runtergehe, ob ich dann darauf gefangen bin, deswegen versuche ich das irgendwie zu umgehen, dass wir direkt aufs Eis kommen. Das wird jetzt natürlich wieder ewig dauern. Weil ich auch keine Ahnung habe, ob wir auf direktem Wege nach Hause kommen.
Auf jeden Fall wird das hier auf dem Eis ziemlich Bock machen. Aber es geht in die falsche Richtung, das Eis. Alter, das ist ja richtig Tokyo Drift. Holy shit, Alter, wie cool. Houdini! Da will ich auch abgehen, wie so ein Java. Houdini! Nicht. Alter, das macht ja übel Bock. Au. Gut, dass wir nicht bei Goodwood sind. Also schade, dass wir nicht bei Goodwood sind. Aber gut, dass wir nicht bei Goodwood sind. Dann gäbe es hier nämlich Karosserieschäden. Wie es tatsächlich auch beim Goodwood dieses Jahr gab, also Festival of Speed, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so ein ganz großes Auto-Festival, quasi wie das Real-Life Forza Horizon in England. Das ist dieses Wochenende. Und da war gestern, also am Freitag, so ein Drift-Event und die haben da so Tonnen an den Seiten aufgestellt. Ich hoffe, ich habe das nicht gestern schon erzählt. Auf jeden Fall war dann da so ein Japaner. Mit seinem getunten Nissan Silvia, meine ich. Und der hat das Ding aber auch da reingesemmelt. Mit absolut Vollspeed im Drift hat der die halbe Heckschürze weggesemmelt. Das war ein bisschen bekloppt, weil es ging um Punkte und nicht um die Karre zu zerschrotten. Aber hat ihn überhaupt nicht gebockt. Er hat richtig gelacht, er hat richtig gegrinst. Da vorne ist noch ein Dorf. Wow, da hätte ich gar nicht bis da vorne gemusst. Als ob wir hier noch ein Dorf haben. Und da vorne rechts, ihr könnt, also da rechts, ich zeige auf dem Bildschirm, aber das bringt mir nichts, über der Biene. Die Berge sind doch die, die wir von zu Hause eigentlich schon sehen, oder? Jetzt, wo wir die Render-Distance höher haben. Links oder rechts? Sag mal rechts. Guck mal, hier haben wir schon mal was abgebaut. Da schwimmt nämlich ein Block. War hier schon mal? Also muss ja, aber... Houdini! Unter uns sind... Alter. Warte mal. Was geht denn hier ab? Ist klar. Okay. Ja, ist ja gut. Wie weit haben wir es hier wieder bis Wasser? Das ist ein ganzes Stück. Ich müsste den Typ am besten... Warte mal, ich gucke mir das mal eben aus der Luft an. Da ist auch zu... Und da ist auch zu, aber darum kommen wir. Okay, dann bringen wir den bis hier vorne. Und dann versuchen wir den irgendwie aufs Eis zu locken. So. Okay, damit sollten wir da durchkommen. Jetzt habe ich auch endlich wieder einen Erdblock. Und der obligatorische Nisa ist natürlich auch da. Perfekt. Dann haben wir ja alles. So. Jetzt geht's weiter mit der. Jetzt haben wir hier voll so einen Muluk, Alter. Einer, der direkt bei uns zu Hause wohnt und irgendeiner so aus Buxtehude gefühlt. Wir haben einfach Monte jetzt dabei. Man kennt ihn. Oh, nee, hier kommt man ja gar nicht durch. Ach, lecko facko. Ich muss nochmal buddeln. Es gab übrigens, das habe ich gesehen, es gibt einen Mod, den habe ich mir überlegt, ob wir uns den holen. Jetzt habe ich einen Screenshot gemacht. Da kann man mit einem Boot hüpfen. Das fand ich ziemlich praktisch, wenn ich ehrlich bin. Wäre nämlich perfekt für so eine Situation. Habe ich dich dazu eingeladen, hier weg zu... Nehme ich halt einen anderen. So, nein! Ich brauche nicht drei von euch, ich brauche nur einen. So, okay, schnell weiter, bevor die sich auch noch dazu entscheiden, hier einzusteigen. Aber das ist ganz gut, dass wir hier noch ein Dorf haben, weil dann hole ich, glaube ich, tatsächlich doch noch einen dritten. Weil ich mal behaupte, es geht ein bisschen leichter. Ja, obwohl... Geh mal da rein. So, schön. Und jetzt können wir hier wieder Drifty-Mifty machen. Da lang. Das macht so Bock. Dass ich, wenn ihr das noch nie gemacht habt, ne? Macht das unbedingt mal. Holt euch mal ein Boot, geht in der Arktis und dann yalla. Geht übel ab, ihr seht es ja. Wie schnell das ist. Oh Gott, es wird Nacht. Oh nee. Also was heißt, es wird Nacht? Aber die Sonne geht langsam tiefer. Die Sonne steht schon sehr tief. Falk.
ganz ruhig. Okay, das ist doch nicht. Doch, das ist doch der Berg, oder? Sieht nicht so aus. Warte mal. Villager, ich komme sofort wieder. Ich muss einmal gucken, wo wir hier hin müssen. Können wir hier durch? Kommen wir dann hier ins Wasser? Nee, ne? Alter, sieht das hier cool aus. Ich glaube, ich muss mich hier durchbuddeln. Weil da hinten müsste ich mich auch durchbuddeln. Und einen Umweg fahren. Dann buddel ich mich lieber hier durch. Das ist leichter, finde ich. Ist die Frage, ob ich den heute überhaupt noch dahin kriege. Wir sind halt jetzt schon 10 Minuten, sogar mehr dran. Und wir sind noch relativ weit von zu Hause weg. Weil von hier komme ich halt auch nicht dahin, wo ich hin muss, ne? Hier bin ich zwar immer noch auf dem Wasser. Das Gute ist, wenn wir auf dem Wasser sind, sind wir zumindest safe vor so Monstern. Außer vor Drowned. Aber Drowned spawnen ja theoretisch den ganzen Tag über. Und bis jetzt sind hier auch keine. Also gehe ich mal davon aus, dass wir relativ sicher sind. Da hinten rechts, jetzt über uns, haben wir mal Erde abgebaut. Oder Sand. Oder irgendwas haben wir da mal abgebaut. Ich meine Erde. Aber, ja, Houdini, halt's Maul. Was wir hier nicht haben, ist ein Durchgang nach hier links. Soweit ich mich erinnere. Das ist doch ein bisschen problematisch. Ja, es tut mir leid, dass ich dich entführt habe. Ich brauche dich halt. Was soll ich denn machen? Mensch. Oh! Oh mein Gott, doch, hier geht's durch. Alter, haben wir ein Glück. Ich meine, wir kommen hier doch nach Hause. Ja, Houdini. Wenn ich mich nicht komme... Ne, guck mal, da hinten. Warte. Da ist die Skelettfarm über meinem Kopf. Wir kommen auf jeden Fall bis da. Das ist ja schon mal gut. Das wird natürlich dauern und wir werden nachts ankommen. Deswegen weiß ich nicht, was der Villager macht. Warte mal, wie kommen wir denn da durch? Wir kommen da gar nicht durch, als ob... Ob das zu ist von hier aus? Ich dachte, das ist durchgehend. Ja, ich sag mal so, ne? Früher oder später wird das eh nicht mehr. Warte mal, ich park dich mal hier. Das muss jetzt nämlich schnell gehen, weil das wird Nacht. Früher oder später hätte ich das hier wahrscheinlich eh getrennt. Deswegen nehme ich das jetzt als Ausrede. Und hau hier einfach mal so eine Schneise rein. In der Hoffnung, dass hier kein Skelett oder Creeper noch schlimmer kommt. Obwohl ein Creeper wird mir natürlich ein bisschen helfen. Und damit haben wir auch endgültig unseren Bereich abgetrennt. Weil bis hier möchte ich ja streng genommen irgendwann eh mal bauen. Nee, oder? Ich habe keinen Eimer dabei. Oh mein Gott. Ey, Fische, lass den mal in Ruhe. Seid ihr Piranhas oder was? Yippie! Ach ja, man kann ja auch... Kann ja auch über Land. Boah, es hat geklappt. Wie geil bin ich denn? Kommt also schon ziemlich gut, oder? Vor allem, weil ich es nicht wusste. Ja, ist ja gut, Kollege. Ich weiß echt nicht, ob ich noch einen hole. Weil, das ist schon nervig. Das dauert echt lange. Das wäre ja noch eine Folge. Dafür, dass wir nochmal kurz eben hier so ein Ding bauen wollten. Weiß ich nicht, ob ich das so cool finde. Aber wir sollten es auf jeden Fall schaffen, den da heute noch reinzukriegen. Wenn der jetzt gleich kooperiert und ich hier nicht gegen jeden Block an den Seiten fahre. Sollten wir das hinkriegen, denke ich. So. Meister. Mach mal bitte kein Heckmeck. Und komm hier hoch. Nein. Das ist die falsche Seite. Warum macht ihr das alle? Alle Villager sind gleich dumm. Geh an Land, Junge. Ja, geh da hoch. Nein. Geh da hoch. Wo willst du hin? Nein. Hörst du damit auf? Geh in die andere Richtung. Andere Richtung? An... Hast die Viecher. Ich hätte schon mal gesagt. Ja, weiter, weiter, weiter. Noch einen höher. Nein. Wag es nicht, dich meinen Villager zu holen. Wo ist er denn jetzt? Oh mein Gott. Okay, schnell. F5 extra, damit ich irgendwen sehe, der mich hier vielleicht angreift. Ja, ich rette dich ja schon. Halt's Maul jetzt. Villager sind doch wirklich der dümmste Pack, was es gibt, oder? Warum habe ich jetzt einen Stack Erde? So, egal. Hier rein. Ich hoffe, ich erschlag den anderen Villager jetzt nicht.
Oh mein Gott. Nein! Ach komm, ey. Ach komm, ey. Als ob das jetzt passiert ist, Hans-Willi. Der ist doch jetzt nicht... Mein Gott. Oh. Das ist doch jetzt nicht passiert. 15 Minuten habe ich den da jetzt hier hingeholt. Alter. Alter. Ich fass es gerade nicht. Wie soll ich denn so die Folge beenden? Ich hoffe, ihr habt übel den Lachflash gerade. Und wenn es so ist, gerne Like und Abo da lassen, weil da, also das ist, da kann man auch wirklich nur noch den Kopf schütteln. Ich hoffe, ihr seht das hier. Ja, was soll ich dazu sagen? Macht's gut. Bis morgen. So eine Scheiße, Alter. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.